mich diese Hochofenschlacke aus der Holzbalkendecke entferne, das seht ihr jetzt. Nachdem die Dielen raus sind, entferne ich jetzt hier die Hochofenschlacke aus der Holzbalkendecke. Und das ist eine ziemlich staubige Angelegenheit, deswegen hier Atemmaske tragen, ganz, ganz wichtig. Und ja, Schaufel und Eimer und dann raus das Zeug. Wenn man das vorsichtig schaufelt, dann schiebt es nicht ganz so sehr. Und dann sollte man aufpassen, dass man möglichst nur noch auf den Balken läuft, weil der Boden hier teilweise morsch ist und ein bisschen dünnrandig. Und nicht, dass man unten quasi, also oben durch die Decke nach unten fliegt. Die alte Kletterausrüstung doch noch was nütze. Die Schuttrutsche habe ich jetzt so schnell nicht ranbekommen. Ihr seht, es ist eine ganz schöne Rennerei, aber was soll's, bleibe ich fit und halber Raum ist geschafft. Ich mache jetzt noch die andere Hälfte hier und würde mich freuen, wenn ihr abonniert, wenn ihr mir ein Like gebt, Kommentare, was euch einfällt, Tipps. Ich freue mich wirklich über jeden Beitrag. Bis bald mal wieder. Ciao.